بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa sallam. Wir fahren fort mit der Erlaubnis Allahs, mit dem Buch von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, die vier Grundlagen oder die vier Prinzipien. Im letzten Unterricht haben wir über die Aussage des Sheikhs rahimahullah gesprochen, in der er sagte: Wisse, möge Allah dich zu seinem Gehorsam leiten, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, ist, dass du Allah einzig und allein aufrichtig ihm gegenüber in der Religion dienst. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte: Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, mir zu dienen. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Hanifiyya, die Religion von Ibrahim a.s., der Islam, welche bedeutet, niemanden anzubeten außer Allah und mit dem Allah subhanahu wa ta'ala alle Gesandten entsandte und alle Bücher herabsandte, ist. Und heute fahren wir fort mit der Erlaubnis Allahs, mit der Einleitung des Scheichs. Wir sind immer noch in der Einleitung. Denn der Scheich hat zu diesen vier Grundlagen eine Einleitung geschrieben. Wir sind immer noch in dieser Einleitung. Und nachdem der Scheich klargemacht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns, also die Dschinn und die Menschen, nur dazu erschaffen hat, dass wir ihm dienen, subhanahu wa ta'ala, sprach er danach im Detail ein wenig über diesen Dienst, über diese Anbetung. Und sagte, rahimahullah, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Der Sheikh rahimahullah sagte in diesem Abschnitt: Wenn du also weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich für seinen Dienst erschaffen hat, dann wisse, dass dieser Dienst oder diese Anbetung nicht Anbetung genannt wird, außer mit dem Tawhid, außer mit der alleinigen Anbetung Allahs. Genauso wie das rituelle Pflichtgebet, As-Salah, nicht Salah genannt wird, außer mit der Tahara, mit der Reinigung. Danach sagte der Sheikh: Wenn also der Götzendienst, yani der Schirk, in die Ibadah hineingelangt, dann macht sie sie nichtig, beziehungsweise dann wird diese Anbetung, diese Ibadah nichtig und ungültig. Genauso wie wenn die rituelle Unreinheit, der Hadath, in die Reinheit eintritt. الشيخ الفوزان حفظه الله sagte über die Aussage des Scheichs: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. Über die Aussage des Scheichs: Wenn du also weißt, dass Allah dich für seinen Dienst
beziehungsweise für seine Anbetung erschaffen hat. Das bedeutet, Sheikh Al-Fawzan sagt, das bedeutet, wenn du also weißt, wenn du von dem Vers der sinngemäßen Aussage Allahs erkennst, in der er sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, er sagte, إِذَا عَرَفْتَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَنْتَ مِنَ الْإِنْسِ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَعَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَا خَلَقَكَ عَبَثًا أَوْ خَلَقَكَ لِتَأْكُلَ وَتَشْرَبَ فَقَطْ تَعِيشُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَتَسْرَحُ وَتَمْرَحُ لَمْ يَخْلُقْكَ لهذا خلقك الله لعبادته. Er sagte, Hafidhullah, der Sheikh Al-Fawzan, wenn du also von diesem Vers entnimmst, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß gesagt hat, ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, mir zu dienen, und du von den Menschen bist, also in diesem Vers mit ihm begriffen bist, dann weißt du, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht sinnlos erschaffen hat oder dich nur dafür erschaffen hat, dass du trinkst und isst und in dieser Dunya nach Belieben schaltest und waltest. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht dafür erschaffen. Vielmehr hat er dich dafür erschaffen, ihm zu dienen, ihn anzubeten. قال وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته. Er sagte, rahimahullah, vielmehr hat er all das Existierende für dich dienstbar gemacht, damit du diese Dinge als Hilfsmittel benutzt, ihn anzubeten. قال لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. Er sagte, rahimahullah, denn es ist dir nicht möglich zu leben außer mit diesen Dingen. Außer mit diesen Dingen, die Allah für dich erschaffen hat. Und genauso ist es dir nicht möglich, zur Anbetung Allahs zu gelangen, außer mit diesen Angelegenheiten, mit diesen Sachen. قال سخرها الله لك لأجل أن تعبده ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر تأكل وتشرب ما اشتهيت هذا شأن البهائم. Er sagte, rahimahullah, Allah hat diese Dinge für dich dienstbar gemacht, damit du ihn anbetest, nicht damit du dich über diese Dinge freust und nach Belieben schaltest und waltest und Sünden und Frevel begehst und isst und trinkst, was du begehrst. Denn dies ist der Zustand der Tiere. قال أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. Er sagte, was aber die Menschen anbelangt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie für einen gewaltigen Zweck und eine gewaltige Weisheit erschaffen. Und das ist die Anbetung. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق قال الله ما خلقك لتكتسب له أن تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب لا
الله غني عن هذا والله غني عن العالمين. Der Sheikh sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, ich habe die Jinn und die Menschen nur dafür erschaffen, mir zu dienen. Ich möchte von ihnen keine Versorgung. Der Sheikh al-Fawzan sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht erschaffen, damit du für ihn erwerbstätig bist. Oder dass du für ihn arbeitest und für ihn das Geld ansammelst. So wie es die Menschen füreinander tun. Sie nehmen sich Arbeiter, die für sie Gewinne und Verdienste ansammeln. Der Sheikh sagte, nein, Allah hat dies nicht nötig. Allah ist unbedürftig gegenüber den Weltenbewohnern. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Und deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, ich möchte von ihnen keine Versorgung und ich möchte von ihnen nicht, dass sie mich speisen. Sheikh al-Fawzan sagte, Allah azza wa jal yut'imu wa la yut'am. غَنِيٌّ عَنِ الطَّعَامِ وَغَنِيٌّ جَلَّ وَعَلَى بِذَاتِهِ وَلَيْسَ هُوَ فِي حَاجَةٍ إِلَى عِبَادَتِكَ لَوْ كَفَرْتَ مَا نَقَصَ مُلْكُ اللَّهِ. Der Sheikh sagte, Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der ernährt. Nicht er wird ernährt. Er ist unbedürftig gegenüber der Nahrung. Er ist unbedürftig mit seinem Wesen. Er braucht deine Anbetung nicht. Wenn du ungläubig wärst, würde dies nichts von der Herrschaft Allahs mindern. Doch du bist es, der ihn braucht. قال ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى العبادة. Der Sheikh sagte, hafidhahullah, doch du brauchst ihn, du brauchst Allah und du brauchst die Anbetung, du benötigst die Anbetung. قال فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك. Sheikh al-Fawzan sagte, denn es ist von seiner Barmherzigkeit, dass er dir seine Anbetung anbefohlen hat, und zwar aufgrund deines Nutzens. Yani, du hast den Nutzen davon. قَالَ لِأَنَّكَ إِذَا عَبَدْتَهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُكْرِمُكَ بِالْجَزَاءِ وَالثَّوَابِ. Er sagte, Hafidhahullah, denn wenn du ihn anbetest, dann ehrt er dich mit seiner Belohnung. قَالَ فَالْعِبَادَةُ سَبَبٌ لِإِكْرَامِ اللَّهِ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sheikh al-Fawzan sagte, die Anbetung ist ein Grund, dass Allah dich im Diesseits sowie im Jenseits ehrt. قَالَ فَمَنِ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةِ. Er sagte, wer ist es also, der von der Anbetung profitiert? قَالَ الْمُسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةِ هُوَ الْعَابِدُ نَفْسُهُ أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ. Der Sheikh fragte, wer ist es, der von der Anbetung profitiert? Er sagte, derjenige, der von der Anbetung profitiert, ist der Diener selbst. Doch was Allah anbelangt, so ist er unbedürftig gegenüber seiner Schöpfung. قال فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Danach erklärte der Sheikh Al-Fawzan die Aussage des Autors. So wisse, dass die Ibadah, yani die Anbetung, nicht Anbetung genannt wird, außer mit dem Tawhid. Genauso wie das Gebet, yani As-Salah, nicht Salah genannt wird, außer mit der Reinigung oder mit der Reinheit. الشيخ الفوزان sagte: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشيخ الفوزان sagte: Wenn du weißt, also wenn du also weißt, dass Allah سبحانه وتعالى dich für seinen Dienst erschaffen hat, dann ist dieser Dienst bzw. diese Anbetung nicht gültig und Allah ist nicht mit ihr zufrieden, außer wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Wenn eine dieser Bedingungen wegfällt, so ist die Anbetung oder so wird die Anbetung ungültig. Der Sheikh sagte: "الشرط الأول أن تكون أي العبادة خالصة لوجه الله ليس فيها شرك." Der Sheikh sagte: "Die erste Bedingung ist, dass diese Anbetung aufrichtig für das Angesicht Allahs ist, in der es keinen Götzendienst gibt." Er sagte: فَإِنْ خَالَطَهَا شِرْكٌ بَطَلَتْ. Er sagte: Wenn sich diese Anbetung mit einer Art vom Schirk vermischt, wird sie ungültig. قال مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت. Er sagte: Genauso wie die Reinheit, yani wie die rituelle Reinheit, wenn die rituelle Unreinheit auf diese Reinheit trifft, wird die Reinheit ungültig. Denn wenn man etwas tut, was diese Reinheit ungültig macht, dann ist die Reinheit danach ungültig. قال كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأول. Er sagte: Und genauso, wenn du Allah anbetest und dann ihm etwas beigesellst, wird deine Anbetung ungültig. Und dies ist die erste Bedingung. Wohor? Nam? Al-Ikhlas. Die erste Bedingung ist Al-Ikhlas. Das heißt, die Aufrichtigkeit. Danach sagte der Sheikh, Hafidahullah, Al-Shartu Thani, Al-Mutaba'atu lil-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, die zweite Bedingung ist das Folgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. قال فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. Er sagte, حفظه الله, egal welche Tat der Anbetung, mit der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gekommen ist, dann ist diese Tat ungültig und abgelehnt. Warum? Weil sie eine Erneuerung und ein Märchen ist.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Er sagte, hafizahullah, und deshalb sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Wer eine Tat verrichtet, die nicht von unserer Angelegenheit ist, so wird sie zurückgewiesen. Und in einer Überlieferung: Wer etwas in unsere Angelegenheit einführt, was nicht von ihr ist, so wird sie zurückgewiesen. Dann sagte der Sheikh al-Fawzan: فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. Der Sheikh sagte, hafidahullah, Sheikh al-Fawzan: Das heißt, die Anbetung muss im Einklang dessen sein, mit dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und nicht im Einklang dessen, was die Menschen gut finden. Oder im Einklang mit ihren Absichten oder mit ihren Zielen. Solange diese Tat, solange es für diese Tat keinen Beweis gibt aus der Scharia, ist sie eine Erneuerung, welche keinen Nutzen hat für den, der sie begeht. Im Gegenteil, sie schadet ihm. Warum? Weil sie eine Sünde ist. Auch wenn die Person behaupten sollte, dass sie mit dieser Tat Allah näher kommt. Qala, der Sheikh sagte danach, Sheikh al-Fawzan: فلا بد في العبادة من هذين شرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. Er sagte, der Sheikh al-Fawzan sagte: Das heißt, diese zwei Bedingungen müssen erfüllt sein bezüglich der Anbetung. Und zwar die Aufrichtigkeit und das Folgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so dass diese Anbetung gültig und nützlich ist für den, der sie verrichtet. قال فإن دخلها شرك بطلت. Wenn, er sagte, wenn in diese Tat der Götzendienst hineingelangt, wird sie ungültig. وقال وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. Und er sagte: Und wenn sie eine Erneuerung sein sollte, für die es keinen Beweis gibt, dann ist sie ebenfalls ungültig. قال بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة. Er sagte: Ohne diese zwei Bedingungen gibt es keinen Nutzen in der Anbetung. لأنها على غير ما شرع الله والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Er sagte, hafidahullah, dass die Ibadah keinen Nutzen hat, wenn diese zwei Bedingungen nicht erfüllt sind. Er sagte, weil sie nicht auf dem ist, was Allah gesetzlich macht.
Und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert nichts, außer das, was er durch sein Buch und durch die Zunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesetzlich gemacht hat. Zitat Ende von Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah, sagte diesbezüglich: فَكُلُّ عَمَلٍ يَتَقَدَّمُ بِهِ الْإِنسَانُ مَعَ فَقْدِ التَّوْحِيدِ وَالْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا وَزْنَ لَهُ أَبَدًا إِذْ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Sheikh Zayd sagte, diesen Abschnitt oder den Anfang dieses Abschnitts von dem Buch erklärend: jede Tat, die der Mensch verrichtet, während der Tawhid nicht vorhanden ist und man den Götzendienst begeht, so hat diese Tat keinen Wert und kein Gewicht. Niemals. Weil diese Tat nicht Anbetung, ja die Ibade genannt wird, außer mit dem Tawhid. قال وأما بدون التوحيد فمهما قدم الإنسان مما صورته صورة العبادة كالصدقة والإقراض والسخاء والبذل والعفو والإحسان إلى الناس وما شاكل ذلك وهو فاقد للتوحيد فإنه داخل تحت قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Er sagte, rahimahullah, Sheikh Zayd, die Tat, in der Tawhid nicht vorhanden ist, egal was der Mensch von diesen Taten verrichtet, auch wenn sie äußerlich wie Anbetungen aussehen, wie zum Beispiel das Entrichten der Zakat oder das Ausleihen von Geld oder die Großzügigkeit oder das Spenden oder das Vergeben oder das Gütigsein zu den Menschen und was dem ähnlich ist. Wenn der Tawhid nicht vorhanden ist, dann ist diese Tat mit ihm begriffen in der sinngemäßen Aussage Allahs: wir werden uns den Taten, die sie verrichtet haben, zuwenden, worauf wir sie zu verwehtem Staub machen werden. Das heißt, diese Taten sind ungültig, ohne Wert, ohne Nutzen, und Allah lässt sie nichtig sein. قال إذن فأساس العبادة توحيد الله عز وجل. Er sagte, das heißt, die Grundlage und das Fundament der Anbetung ist der Tawhid gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar, dass man aufrichtig in der Anbetung ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, وَكُلَّمَا تَقَرَّبَ الْمُوَحِّدُ إِلَى اللَّهِ بِعِبَادَةِ فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة. Er sagte, jedes Mal, wenn der Muwahhid ist derjenige, der den Tawhid verwirklicht, yani nur Allah alleine anbetet. Jedes Mal, wenn der Muwahhid mit einer Tat Allah näher kommt, yani eine Tat verrichtet, mit der er Allah näher kommen will, dann heißt diese Tat Ibadah. Und er sagte, dass der Sheikh Zayd, dass diese Tat dann
diesen edlen Namen bekommt, Al-Ibadah. Da, wie zeigt sich diese Ibadah? Was ist diese Ibadah? Wenn man fragen würde, was ist Al-Ibadah? Was ist die Anbetung? Allgemein. Das ist, na, etwas. Schauen wir, was Sheikh Zayed sagt. Er sagte, التي تتجلى, يعني العبادة, اسم العبادة, التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. قال هي يعني التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. أزاكت رحمه الله, dass die Ibadah, die Anbetung, sich im Folgenden zeigt oder offenbart. Und zwar, dass man demütig ist gegenüber Allah. Dass man sich ihm fügt. Dass man ihm gehorcht. Und dass man Sehnsucht hat nach dem, was bei ihm ist. Und dass man sich vollkommen ergibt bezüglich dem, mit dem Allah die Menschen und die Dschinn beauftragt hat, vom Einhalten der Gebote und vom Unterlassen der Sünde und vom sich Allah nähern mit allem, was Allah zufriedenstellt. Subhanahu wa ta'ala. Zitat Ende von Sheikh Zayed, rahimahullah. Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, sagte, dies ist also die Ibadah. Dies ist also die Ibadah, welche Ibadah genannt wird. Yani dies ist also die Anbetung, welche Anbetung genannt wird, mit der Mensch, der sie verrichtet, die gewaltige Belohnung und viel Gutes erlangt. قال فهذه هي العبادة التي تسمى عبادة والتي يحوز صاحبها الأجر الوفير والخير الكثير. قال أما من خلط فعبد الله وعبد غيره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. Er sagte, hafidhahullah, nachdem er sagte, dass dies die Ibada ist, er sagte, was aber den anbelangt, der die Angelegenheit vermischt, die Angelegenheit der Anbetung vermischt, so dass er Allah dient und jemand anderem dient, yani gleichzeitig. Er sagte, dann ist diese Anbetung keine Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala. قال وفي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك أي الشركاء التي زعمها المشركون له. أنا أغنى الشركاء يعني الشرك.
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته وعمله، أو تركته وشريكه، وقيل تركته والواو معناه للواو المعية، أي تركته مع شريكه، يعني تركته له، يعني يأخذ منه. الشيخ أحمد النجمي sagte in dem Hadith, in welchem der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seinem Herrn überlieferte. Und wie nennt man diese Hadithe? Hadith Qudsi. Hadith Qudsiya. In dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah der Erhabene sagt, sinngemäß, ich bin der unbedürftigste Teilhaber gegenüber der Beigesellung. Yani, der unbedürftigste Teilhaber, und zwar die Teilhaber, die ihm von den Götzendienern zugeschrieben werden. Er sagte, er ist der unbedürftig. Er sagte, ich bin sinngemäß, ich bin der unbedürftigste Teilhaber gegenüber der Beigesellung. Wer eine Tat verrichtet, in der er mir dabei jemand anderen beigesellt, den lasse ich und seine Beigesellung. Das heißt, den lasse ich und seine Tat. Oder die Bedeutung ist, den lasse ich und diesen Partner. Und auch wird es erklärt, den lasse ich diesem Partner. Ja, er überlässt ihn ihm. Subhanahu wa ta'ala. Und deshalb werden diese Anbetungen nicht Anbetungen für Allah genannt, so wie Sheikh Ahmed al-Najmi gesagt hat. طيب, in diesem Hadith wurde die Tat erwähnt, in der diese Tat für Allah und jemand anderen verrichtet wird. Was ist dann mit den Taten, die nur für jemand anderen als Allah verrichtet werden? Erst recht sind sie noch schlimmer und erst recht nicht angenommen. Erst recht ungültig. Und die Sünde ist noch größer. Wallah al-Musta'an. Und dies deutet auf die Gefährlichkeit des Schirks. Und zwar, dass der Schirk die Anbetung zunichte macht. Deshalb sagte der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nach diesem Abschnitt, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Deshalb sagte der Sheikh, der Autor, nach diesem Abschnitt, wenn du also weißt, dass der Götzendienst, wenn er die Anbetung befällt oder sich mit der Anbetung mischt, sie zerstört und die Tat ungültig macht. Und derjenige, der diesen Götzendienst begeht, von denen wird, die für immer in der Hölle, im Feuer sein werden. Wenn du das weißt, dann weißt du, dass das Wichtigste, was dir obliegt, die Kenntnis darüber ist. Yani über diesen Schirk. Er sagte, auf dass dich Allah von dieser Falle befreit,
welche der Schirk zu Allah ist, welche die Beigesellung Allahs ist, über die Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß gesagt hat, gewiss vergibt Allah nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Doch er vergibt das, was geringer als dies ist, wem er will. Und über die Gefährlichkeit und über die Hässlichkeit des Schirks und warum es Pflicht ist, sich vor dem Schirk in Acht zu nehmen, reden wir, insha'Allah, im nächsten Unterricht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Möge Allah uns vor dem Schirk schützen und uns von denen machen, die ihn aufrichtig alleine in der Religion anbeten. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Nabiyyina Muhammad.